Servus, ich bin heute rausgefahren, um euch mein Adventure-Mobil zu zeigen, das ich im Alltag sowie auf Touren und auf Reisen verwende. Ich habe ihn umgebaut in VW Caddy als Camper auch mit und zeige euch mal ein bisschen, was ich daran getan habe. Als erstes mal ein bisschen was zu den Daten. Drinnen verbaut hat er einen 1,4er Motor mit 80 PS, völlig ausreichend für den, was ich nutze. Es ist nur ein Fronttriebler, kein Alljack, also kein Allrad, aber er tut seinen Zweck. Aufgebaut habe ich eigentlich noch einen Dachträger hier oben. Der gehe ich dann genau nochmal ein. Der ist nicht standardmäßig, wie man, denke ich mal, auch sieht. Und dann fangen wir einfach mal an. So, dann fangen wir einfach mal im Innenraum an. Vorne eigentlich klassisch. Das Einzige, was vorne wirklich verändert ist, ist hier die Ladehalterung für die Taschenlampe. Und mehr eigentlich nicht. Sonst ist eigentlich alles Standard. Das Radio ist geändert worden, aber eigentlich nichts, was jetzt irgendwie groß im Fokus steht. Hinten drin verbaut habe ich mir ein Regal statt den Einzelsitz. Ihr schaut noch ein bisschen unordentlich aus, da müssen noch Abdeckungen drüber. Hier in einem Kistensystem, die sich hier einhaken. Oben ein Ablegefach, da wo so mein Standardzeug drauf liegt. Da habe ich Mülleimer verbaut. Da unten ist so alles, was irgendwie Bordelektronik betrifft, Werkzeug, alles Zeug, was man eigentlich so dabei haben sollte. Dann hier habe ich eine Batterie verbaut. Das müsste jetzt eine 76 Amperestunden Batterie sein. Dazu einen kleinen Spannungswandler und das Ganze hier oben zur Verteilung mit 12 Volt und dahinter 230 Volt. Geladen wird die Batterie hauptsächlich über die Lichtmaschine, über ein Laderelais oder über, machen wir mal zu, über einen Cammingstecker, wenn ich auf einem Campingplatz sein sollte. Was weniger genutzt wird, aber zum Beispiel, wenn ich daheim bin, ist es doch praktisch, ihn nochmal damit zu laden. Dann eigentlich soll noch Solar aufs Dach, das wird noch nachgerüstet. Dazu, denke ich mal, wird noch ein Video kommen, wenn das dann verbaut wird. Dann gehen wir auch schon mal an die Heckklappe, eher das Interessanteste an dem Ganzen. Da ist nämlich meine Matratze zum Schlafen. Da auf der Seite habe ich eine Halterung mir gebaut, wo mein Rucksack, mein normaler Schlafsack und das Ganze ist. In Verbindung habe ich immer hier Wasser dabei. Dann einen Wassertank mit 10 Liter Frischwasser. Völlig ausreichend für 3 Tage, wenn man alleine unterwegs ist. Dafür ein Schlauch, dass man so ein bisschen raus. Hier drunter ist eigentlich nur noch ein Tisch verbaut, wo man halt ein bisschen was kochen kann unterm Dach. Genau, hier habe ich eine Schublade, die ist hauptsächlich so mein Küchenbereich. Da ist so drinnen Töpfe, bisschen Essen, Kaffee, Lebensmittel, allgemein Kocher und das ganze Zeug ist da drin. Einen Kocher selber habe ich nicht verbaut, sondern ich mache es mit dem Primus Kocher, den ich auch auf die Touren dabei habe. Hier auf der Seite ist dann noch ein Auszug. Da ist hier vorne hauptsächlich Kleidung, da ist auch in der Seite noch ein bisschen was drin. Und hier hinter sind Klopapier, Wasser nochmal, dann ist drunter normale Hygieneartikel. Drüber sind meine Vorhänge, die innen reinkommen. Genau. Dann was noch Interessantes zu sagen, hier drunter ist noch eine Klappe verbaut, die man hochmachen kann. Da ist mein Sicherungskasten drunter für die ganze Elektronik. Auch der Sicherungskasten für die 230 Volt Einspeisung mit einem FI und 2 Sicherungen. Aber da man nicht so oft hin muss, hängen die Rucksäcke drüber und das ist dann eigentlich ideal. Dahinter dann direkt ist eine Vaeco Kühlbox verbaut. Und genau, die wird auch teilweise über die zweite Batterie betrieben, aber auch umschaltbar auf Landstrom, also auf 230 Volt. Dann auf der Seite hier habe ich eine Klappe verbaut und da ist das ganze Bergematerial drin und Reifen, Zubehörzeug und sowas.
Also Reifenpannen-Kit ist da noch mit drin, Wagenheber, Wagenheber-Abschleppseil, eigentlich alles, was unterwegs nützlich sein kann. Dann dahinter verbaut ist eine Halterung dahinter, wo man einen Campingstuhl reinstecken kann, oder ich habe jetzt noch ein Billardkö drinnen, weil ich gern Billard spiele und was man halt dabei hat. So, dann gehen wir mal an die Seite hin. Da ist grundsätzlich die Zweiersitzbank noch eingebaut, obwohl ich sage, eine Person kann da problemlos sitzen, wenn sie ein bisschen Gepäck noch in der Mitte hat, aber zwei Personen wird dann schon recht eng. Dann hier habe ich noch eine Halterung verbaut für mein Tablet, dass ich, wenn ich abends drinnen bin, dass ich ab und zu auch mal was anschauen kann oder allgemein planen kann, die Tour für den nächsten Tag. Ich werde den jetzt mal in ein paar Ausschnitten werde ich euch zeigen, wie ich ihn als Camper sozusagen umbaue. Genau, um ihn als Camper umzubauen, muss man eigentlich nur die Rücksitzbank flach umlegen. Dann habe ich mir hier so ein Seil gebastelt. Das muss man dann jeweils an die Gurte einhängen. Genau. Einfach nur einhängen und dann hinten eigentlich, das habe ich mir als Ding, das ist noch ein bisschen schlecht geplant. Da muss man mal das Wasser, da muss ich nochmal drüber arbeiten. Ich ziehe jetzt meistens hier den Tisch raus, ziehe mir dann die Matratze hinter und dann kann ich seitlich auch hier in Form einer Ziehharmonika liegt es hier, kann ich mir problemlos nach vorne klappen. Genau, dann so und dann muss ich eigentlich nur noch die Sitze ein bisschen vormachen. Einfach die Sitze noch ein wenig vormachen und dann hier das zweite Band in die Gurthalterung einklemmen. Und dann kann ich auch die Matratze wieder reinschieben. Dann tue ich mein Kissen auf die Seite ein bisschen und nehme den Matratzen, die obere Matratze einfach und klappe sie nach hinten. So, mit der Matratze ausgeklappt, komme ich auf eine Liegefläche von 1,92 Meter. Kann aber, und es damit kann ich leben und das brauche ich auch nicht. Ich kann damit nicht fahren. Also das geht einfach vom Platz her nicht. Aber so, auch von hinten jetzt mal. Ideal, um da drin zu pennen. Um es einfach mal zu zeigen. Also ich bin jetzt 1,80 groß, 1,82 und ich kann hier problemlos liegen. Und dafür ist es also echt optimal, man liegt bequem, auch wenn man das von der Matratze nicht denkt, aber erfüllt seinen Zweck. Eigentlich dann gibt's nicht mehr viel. Da hinten für die Heckklappe habe ich einen Vorhang, der wird hier einfach mit so Druckknöpfen eingeklemmt, eingeklickt, um genau zu sagen. Und dann vorne rum ist auch ein Vorhang. Genau. Und für eine Tour, wo man allein unterwegs ist, zu zweit, wird es eng. Ich sag mal, mit dem Auto, wenn ich es komplett packe, nur für mich, würde ich damit 14 Tage hinkommen. Strom allgemein wird ja über die Batterie gegeben. Und was habe ich groß? Der Kühlschrank verbraucht nicht viel und das Handy mal laden. Wenn ich Kamera oder so laden will und unterwegs bin, wird es ja trotzdem während der Fahrt mitgeladen. Genau, das war es jetzt eigentlich hauptsächlich, wenn ich nichts vergessen habe, von meinem Innenraum, sozusagen vom Camping-Ausbau. Dann kommen wir jetzt mal zum Dachträger. Um von der Seite gleich mal anzufangen, ist hier seitlich ein Scheinwerfer verbaut. Das ist mein zweiter Scheinwerfer für links, um allgemein den Nahbereich, wenn man irgendwo hinfährt, abzuleuchten. Davor habe ich eine Rooflounge-Markise. Die ist 1,40 lang und geht 2 Meter raus.
Die werde ich auch gleich mal rausnehmen dann. Um dann mal hinten zu kommen. Hier habe ich zwei Rückfahrscheinwerfer verbaut, die auch von innen getrennt schaltbar sind. Die Scheinwerfer an sich werden alle nicht über die normale Bedienelektronik vom Auto gesteuert, sondern mal getrennte Schalter. Dann von der Seite hier habe ich meinen rechten Scheinwerfer hier und habe hier, auch wenn man mal ein bisschen Holz unterwegs braucht, eine Axt mit selbstgebauter Halterung abgeschlossen verbaut. Dann, um es hier vorne zu zeigen, habe ich eine Leitbar verbaut, eine große, um das Licht nach vorne ein bisschen weiter auszuleuchten. Oben direkt drauf, es ist auch abgesperrt, kann man wunderbar über den Reifen. Und dann kann man das hier aufsperren. Und dann habe ich hier oben eine Halterung mir gebaut. Da, wo auch das Solar drauf kommt dann mal. Und da drunter ist mein Campingtisch. Alles wieder dahin, wo es hingehört. Genau. Und alles natürlich wie die Axt auch abgesperrt vor Diebstahl. Ist da oben und kann dann einfach runtergenommen werden und unter die Markise gestellt werden oder auch einfach so hin. Weil nur der kleine Tisch an der Hecklappe ersetzt nicht den normalen Esstisch. Dann kommen wir mal zur Markise. So, zu der Markise eigentlich ganz einfach. Das ist eine sogenannte Sackmarkise. Einfach aufmachen. Dann kann man das hier auch schon hochklappen. Dann hat man hier innen zwei zum Lösen. Dann rollt man das aus. Und ich sag mal so, alleine ist es ein bisschen aufwendiger, die aufzubauen. Dann kann man das hier raus. Das sind nur so verriegelte Füße. Das sind einfach Füße, die kann man hier rausnehmen, kann sie sich auf die Höhe einpassen und dann durchs Drehen werden die angepasst. Genau wie auf der Seite. Und jetzt geht eigentlich das Lustige los. Ich tue die mal hier ein bisschen querstellen, nur das ist jetzt hier auf dem Untergrund ein bisschen schlecht. Dann hier diese Stangen eigentlich rausnehmen. Hier sind, die sind auch nur so rein geriegelt. Und dann kann man die Markise eigentlich vorspannen und dann auch hier festdrehen. Und dann, ja, der Untergrund ist hier ein bisschen schlecht, weil es da wegrutscht, das Bein. So. Dann die zweite Stange hier und dann auch nach vorne und einfach verriegeln. Und dann nur noch hier eigentlich diese, da mache ich jetzt nur einer mal rum, auf beiden Seiten die Spanner fest. Und dann kann man die Markise noch ein bisschen in der Höhe anpassen. Genau. Und dann kann man wunderbar drunter sitzen. Kann sich, ist jetzt ewig breit, aber auch wenn man drinnen schläft, hat man einen trockenen Ausgang. Man wird ein bisschen von Sonne geschützt und ja, ideal dafür. Es gibt auch noch Seitenwände dafür, die selber habe ich jetzt nicht. Aber brauche ich auch nicht. Habe ich jetzt auch noch keine in Anwendung. Einzige, was man noch machen kann, ich habe noch Spannschnüre innen dabei, um es abzuspannen mit Heringen. Aber das steht eigentlich, trotz dass es, ist es ja am Auto befestigt, steht es eigentlich stabil. Genau. Euch zeige ich jetzt eigentlich vom Auto außenrum noch einfach mal ein paar Ausschnitte, wie das Ganze aussieht. Dabei viel Spaß.
ihr das Auto mal von außen sehen. Ich bin mit dem Auto, so wie ich es umgebaut habe, echt zufrieden. Es gibt noch Kleinigkeiten, die immer angepasst werden, aber das ist ein Projekt, das hat einfach kein Ende. Zum Umbauen gibt es immer noch ein paar Kleinigkeiten, aber so im Ganzen bin ich echt glücklich damit und werde ihn auch so schnell nicht hergeben. Und es werden noch viele schöne Touren damit folgen. Also abonniert den Kanal, liked das Video und seid bei den nächsten Abenteuern dabei. Damit wünsche ich noch eine schöne Restwoche und ciao.